Ja, servus in the Low again. Hier ist wieder der Marty. Wir zocken den Football Manager 2021, unsere World League mit dem MSV Duisburg. Und müssen jetzt, nachdem wir zwei Niederlagen in Folge kassiert haben, eine in der Liga, schmerzhaft 0 zu 4 gegen Oostende. Und im Pokalwettbewerb gegen Stade Reims mit 0 zu 1. Allerdings ein Fünftligist, wir sind ja in der achten Liga. Müssen wir jetzt gegen Mazatlan Football Club spielen in unserer Liga und wollen uns natürlich wieder zurückkämpfen. Wir sehen es hier. Wir sind Erster gewesen, dann in Niederlage. Jetzt haben wir 14 Punkte. Sandhausen, der andere deutsche Vertreter, hat 16 Punkte. Jetzt aber erstmal 4 Tage überbrücken. Mal schauen, was sich Neues tut. Ja, die Mannschaft hat den Pokal ordentlich gespielt, finde ich schon. Wir werden vielleicht irgendwas ändern müssen, wollen, tun. Ich bin mit der Leistung von einigen jetzt nicht so ganz zufrieden in den letzten Wochen. Dana zum Beispiel zählt dazu, der gefällt mir nicht. Allerdings den 17-Jährigen ins Tor stellen wäre vielleicht etwas viel oder etwas früh. Spielt auf einem Niveau eines Spielers der 10. Liga, also das lassen wir mal. Schmidt, den habe ich reingenommen gehabt. Den nehmen wir sofort wieder raus, schwach. Auch Volkmar in den letzten Spielen gefällt aber nicht gut. Sauer und Sicker eigentlich gesetzt. Wobei Sicker stärker spielt als Sauer. Sauer 6,72 in den letzten Spielen, hat aber in der Liga immer noch 6,86. Also reinnehmen werden wir jetzt halt wieder den Gembalis. Oder wir lassen mal. Nein, wir machen jetzt mal ganz was anderes. Wir machen jetzt mal ganz was anderes. Wir lassen ihn spielen. Rodrigo Fernandes. Hüstel, Hüstel. Kommt zu seinem Ligadebüt. Zu seinem Debüt überhaupt für den MSV. Und er wird neben Gembalis spielen. Also Fernandes und Gembalis in der Innenverteidigung. Sauer und Zicker bleiben außen. Kamavuka und Jansen, die sind beide definitiv in guter Form. 7,06, 7,32, beide grün. Chapman im rechten Mittelfeld, ach, ganz schwach da. Können wir mal tauschen. Tun wir mal Augusto auf die Außenbahn und Chapman auf die Innenbahn. Wir haben im Sturm auf der Bank damit Barry, Özden, Volkmar, Karweiner, Čepanik, Mikkels und Montanes lassen wir draußen. Jawohl. Dominik Schmidt. Ja, Dominik Schmidt bleibt jetzt auch mal draußen. Hat den Pokal auch nicht überhaupt nicht gut gespielt. So werden wir es angehen. Zwei gelb gefährdete, Arne Sicker und Wilson Kamavuka. Was gibt es hier noch? Montanes, nein, den machen wir nicht zum Kapitän. Den machen wir auch nicht. U21 Spieler haben wir drinnen. Unsere U18 1 zu 1 gegen Real Salt Lake. Siebter Platz damit. Oh, Jesper Skau hat sich verletzt. Jesper Skau ist. Ja, wäre sogar im Kader gewesen. Das heißt. Gündoğan oder Kutsk. Noch nicht so weit. Pudimbu. Passabler Spieler. Nee, ist auch nichts für uns. Unhiwan. Ja, der auch nicht seine Saison bisher. Könnte auch im Mittelfeld
ziemlich auf jeder Position eingesetzt werden. Boah, Schalke 7-2 gegen Vallejo. Aber das sind nur Pokalspiele. Nachdem wir gegen Mazatlán dann spielen, am 8. Spieltag, müssen wir dann am 9. Spieltag gegen Nijmegen spielen, die sind 11. Also 15. und 11. Eigentlich würde ich jetzt mal sagen, vom Potenzial her Mannschaften, die wir schlagen können, sollten, wenn wir denn um mitspielen wollen. Das wollen wir ja. So. Die Transfer, nein Quatsch, die Finanzen, da wollte ich ja noch schauen, die Gehälter, Zusammenfassung, nein, Gehaltsverpflichtungen. Wie sieht's aus? Montanes keinen Vertrag, das passt. Bitter keinen Vertrag, das passt. Budimbo keinen Vertrag, das passt. Brettschneider gefällt mir auch nicht bei seiner Leihe. Schwach spielt er. Junhiwan hat noch keinen Vertrag, da warten wir noch. Diefenbach könnte sich noch steigern, der ist 17 Jahre. Hat erst kürzlich, das weiß ich nicht. Na gut. Brändig, unser Ersatztorhüter, eventuell. Spielt er beim FSV Frankfurt im Moment gerade in Deutschland. Ist verliehen, spielt da ganz ordentlich. Was will er denn für einen neuen Vertrag haben? 29.000, ja, damit können wir auch noch leben. Ich habe einen Vertrag. Fleckstein, 22 Jahre jung, der hat letztes Jahr bei uns schon 11 Mal gespielt. Aber auch er tut sich in der Division 9 schwer. Wäre eigentlich ein guter Spieler in der Division 8. Also bei ihm warten wir noch. Die unten haben alle noch Verträge. Fangen wir mal hier an. Rokkedal. 18 Jahre. Kann sich noch steigern. Kriegt auch einen neuen Vertrag. Muss man sehen. So, das waren die heutigen Vertragsverhandlungen. Jetzt speichern wir mal schnell. Hatte letztens mal nämlich einen Absturz nach langer Zeit mal wieder. Das ist immer ärgerlich. Hatte ich fast die ganze Woche simuliert vor dem Pokalspiel. Dann stürzt mir das Ding ab. Beziehungsweise, ich glaube, es ist mir gar nicht abgestürzt, ich habe vergessen zu speichern. Ich dachte immer, da kommt aber eine Meldung dann. Wollen Sie das Spiel noch speichern? Kam da aber nicht. Heinblöd, wie man so schön sagt. Die 45. Folge, ja, also 50 sollte man auf jeden Fall schaffen. Und wenn wir entlassen werden, dann überlege ich noch, letztens mal habe ich es ja gesagt, dann höre ich auf mit diesem Safe und fange Neues an. Ich kann mich trotzdem noch nicht so ganz entscheiden, aber wir haben ja hoffentlich noch ein bisschen Zeit. Spiele bisher gab es gegen Majdlan keine, auch gegen den Trainer nicht. Ich habe mich jetzt im Moment eher dazu entschieden, die nächste Zeit mal neue Safe Games anzufangen und nicht ewig und Jahrzehnte eins zu zocken. Das werden wir auch in den alten Versionen, werde ich auch ein Karriere-Game starten, wo wir irgendwo unten anfangen und uns dann hocharbeiten. Sprint to Glories gibt es natürlich, klar. Die werden wir machen. Sodala. Ich schaue gerade nebenbei auf Steam. Den Motorsportmanager von Sega gekauft. Der ist ganz billig für unter 6 € hergegangen. Spiel hat mich ja schon die ganze Zeit gereizt. Und Brändig verletzt sich.
von den Verträgen her, ja, wir sind gebunden. Wir können im Moment nichts machen, solange wir nicht Montanez von der Gehaltsliste bringen. Hier nochmal die Finanzen. Transferbudget hätten wir, aber wir haben kein Gehaltsbudget. Wir sind eh schon drüber. Bei 3,9, 3,7 ist es. Das heißt, wir müssen irgendwie Montanez, unseren Topverdiener, loswerden. So, also etwas veränderte Viererkette hinten, ansonsten alles gleich. Ja gut, und Chapman und Rodriguez, nee, Schmann, der Dingsbums halt, die tauschen den Platz. Namens Schall und Rauch, sage ich immer wieder. Der Giovanni Augusto, genau. Giovanni Augusto Fernandes Nobrega, das soll sich einer merken können. So, geht raus und beeindruckt mich. Jetzt wäre es gut, wenn wir jetzt hier die 3 Punkte holen. Ich erfriere hier auch langsam im Kellerloch bei mir. Die ersten 5 Minuten wenig los. Wir haben mehr Ballbesitz. Also das haben wir eigentlich fast in jedem Spiel. Auch im Pokal hat man in etwa, da war dann ausgeglichen, aber war lange Zeit, hat man auch mehr Ballbesitz. So, dann Royas. Haut das Dingchen raus. Uff. Hey, Adams. Schön, Gimbalis. Ganz stark. Da rettet er. Die letzten Wochen, wie gesagt, war Gimbalis nicht so stark. Im Pokal hat er auch nicht gespielt. Uff. Das war gefährlich. Der hat ihn rechts um die Mauer gespielt, den Ball, glaube ich, und links dann am Tor vorbei, den Freistoß. Ja, keine gute Leistung der Mannschaft. Mal versuchen, ein bisschen kontrolliert das Ganze anzugehen. Unzufrieden, wechseln tun wir jetzt nicht. Angeboten hätten sich eigentlich hinten, naja. Und vorne ist jetzt auch wenig gekommen. Einzig Kamavuka stark. Dann nehmen wir Ömer Özden rein für Sig Sauer und Freistoß für Mazatlan. Dana stark. Das war jetzt mal gut. Auch der ja sehr viel kritisiert in der letzten Zeit, weil er auch einfach super Spiele gemacht, wo er wirklich Weltklasse gespielt hat. Und dann hat er wieder Spiele gemacht, wo er Katastrophe war. Giovanni! Lässt sich nach außen drängen, wenn so Sanvezzo verfolgt. Chapman! Wieder Giovanni, Ball prall weg. Schade. Chapman hat es versucht. Kamavuka. Wieder Chapman. Stocher danach, holt sich aber den Ball. Aber 70. Minute rum. So. Mal schauen. Stoppel kam ziemlich fertig. Ja, da sind alle schon ziemlich platt. Jetzt ruft man noch was rein. Jetzt sind wir gut. Anfeuern, die Jungens und Mädels. So, dann Einwurf. Und drüber. Nicht ungefährlich. Jetzt haben wir doch schon 4 gelbe Karten. Gembalis, Stoppelkamp, Chapman und Sauer. Folgt man dann für Sicker rein. Also auch der Außenverteidiger, der zweite dann ausgetauscht. Das war's, 0-0. 0-0 und 6 gelbe Karten. Das wir haben schön hingehauen, aber auch nicht wirklich effektiv. Tabellenmäßig jetzt Rang 5. Das ist natürlich blöd. Jetzt sind wir raus aus den Aufstiegsplätzen. Aber immerhin, Rodrigo Fernandez hat sein Profidebüt für uns gegeben. Es ist alles recht eng. 15 Punkte, 16, 16. Also, jetzt lassen wir uns mal nicht verrückt machen. Das kann passieren.
Rodrigo Fernandez hat sein Profidebüt gegeben, hat mir auch gefallen. So, das war es jetzt vom 45. Teil heute. Und morgen gibt es dann den nächsten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Passt auf euch auf. Servus und bye bye.